Standing Ovations bei der PR-Gala 2014. Künstlerin Conchita Wurst wird zur Kommunikatorin des Jahres gekürt. Als Botschafterin für Toleranz und Weltoffenheit bleibt sie sich selbst bei Anfeindungen von außen und inneren Konflikten immer treu. Kommunikation hat die Macht, ganz, ganz viel klarzustellen, aber auch viele Konflikte heraufzubeschwören. Und ich glaube, das kennen wir alle nach außen, aber ich habe einfach auch in meinem Kopf natürlich diesen Wahnsinn von Konflikten und versuchen es zu erläutern. Und dass man mit so einem Preis gesagt bekommt, dass man nicht nur Wahnsinn in seinem Kopf hat, das tut sehr gut. Die jährliche, vom PRVA organisierte PR-Gala bietet einen feierlichen Rahmen, herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Kommunikation auszuzeichnen. In ihrer Rede ist PRVA-Präsidentin Ingrid Vogel in diesem Jahr das Thema Ethik ein besonderes Anliegen. Anlässlich der jüngsten Manipulationen durch gefälschte Postings auf Social-Media-Kanälen ist es wichtig, Ethik in der PR in den Fokus zu rücken. Die Basis unserer Profession ist Vertrauen, ist Glaubwürdigkeit. Und wenn wir das verspielen, ja, dann haben wir eigentlich unsere Profession verloren. Die Nominierten für den Staatspreis hingegen sind mit ihren Ideen und deren Umsetzung Vorbilder und Inspiration für die gesamte PR-Branche. 16 innovative Projekte sind in 6 Kategorien nominiert. Nach einer kurzweiligen Präsentation in Form von Videoclips werden die jeweiligen Kategoriesieger gekürt. Doch wer ist nun der Gewinner oder die Gewinnerin des Staatspreis PR 2014? Der Gewinner des Staatspreises Public Relations 2014 heißt oder ist Bastop Grombach. Bei diesem Architekturprojekt sind 7 Buswartehäuschen von internationalen Architekten geplant und gebaut worden. Die architektonisch originellen Buswartehüsli im Bregenzerwald haben große Medienresonanz hervorgerufen. Bei den Gewinnern aus Vorarlberg ist die Freude groß. Wirklich den Staatspreis zu erreichen, also wir sind wirklich platt. Das bestätigt, das zeigt auch natürlich, dass man mit den Besten der Besten mithalten kann. Gerade wir in Vorarlberg haben natürlich nicht immer den direkten Bezug. Gerade in Osten oder in Wien sitzen natürlich sehr gute Agenturen. Das ist für uns ein sehr guter Gradmesser. Und wenn man sich da wirklich einmal total durchsetzen kann, also da ist die Freude sehr groß. Vizekanzler und Bundesminister Reinhold Mitterlehner ist von der innovativen Idee des Staatspreisträgers sowie von der Veranstaltung insgesamt beeindruckt. Ich finde das sehr originell, was den Staatspreis anbelangt. Ich finde überhaupt die ganze Veranstaltung sehr gut organisiert. Auch was die Präsentation jetzt der Nominierten anbelangt, knackig. Das war allein schon fast staatspreisverdächtig. Und ich glaube, dass das auch eine gute Orientierung für die gesamte Branche ist. Den Abend rundet eine Tanzperformance von Liquid Loft mit einem exklusiven Auszug aus ihrem Stück Talking Head Up. Beim anschließenden Plaudern in der Lounge ist man sich einig. Eine gelungene Gala mit würdigen Siegern.